einfach keine gute Veranstaltung, wenn die Technik mal einwandfrei von vorne weg funktioniert. Aber Sie sehen ja den Technikaufbau. Wir haben ja erfahren letztens, dass die Grünen vor allem hier in Berlin die technikaffinste und internetaffinste Partei sind und die Wählerschaft dazu haben. Insofern müssen Sie damit rechnen, heute twittern, Livestream, es ist alles dabei, was man da an Technik aufbieten kann. Ich freue mich nochmal jetzt auch mit voller Mikro Sie und euch heute hier begrüßen zu können. Ich freue mich, dass wir gemeinsam diese Konferenz heute gestalten wollen. Ich freue mich, dass unsere beiden Parteivorsitzenden, Daniel Wesener und Bettina Jarasch, heute hier sind und auch ihre Kompetenz und ihre Kraft einbringen. Und ich bin auch als Begrüßung auch ein bisschen noch die Vorhut. Nach mir kommt dann Antje Kappeck, die dann im Anschluss daran auch das erste Panel für Sie moderieren wird. Wir stehen heute hier im Berliner Abgeordnetenhaus. Donnerstag noch haben wir im Plenarsaal, der befindet sich hinter dieser Tür, haben wir die aktuellen und die drängenden Fragen unserer Stadt diskutiert. Und im Übrigen sitzen Sie auf den Plenarsitzgelegenheiten, sodass jetzt auch mal ein bisschen testen können, wie man hier so sitzt als Abgeordneter. Die haben wir extra für Sie heute hier rausgetragen, das war gestern Abend. Wir haben Donnerstag über Finanzen und Haushalt gesprochen und zumindest kann man da gute Nachrichten verkünden. Es ist, glaube ich, seit sehr langer Zeit mal so, dass es tatsächlich an Geld in Berlin mal nicht mangelt. Geld ist tatsächlich genug da zurzeit, dank der Wirtschaftskraft, die es gibt, nicht nur in Berlin, vor allem auch bundesweit. Also kann es eigentlich auch gar nicht am Geld liegen, dass unser Senat, das Management, und ich muss die aktuelle Flüchtlingssituation ansprechen, weil es gar nicht anders geht, gerade jetzt, wo das Wetter schlechter wird, besorgen uns alle die Bilder, die wir vom Lageso sehen, sehr. Und ich muss auch sagen, es beschämt mich auch, wenn die New York Times inzwischen darüber berichtet, wie chaotisch in der deutschen Hauptstadt die Flüchtlingspolitik im Management nicht gemanagt wird. Also am Geld liegt es nicht, es muss an was anderem liegen. Heute aber ist das Abgeordnetenhaus und soll es auch sein, der Ort, an dem wir über die Tagespolitik hinaus auch in die Zukunft blicken wollen. Die Idee ist heute vielleicht, wir denken bis übermorgen und zwar miteinander eine Art von ja auch Reise in die Zukunft miteinander zu unternehmen. Wir wollen mit Ihnen und euch diskutieren, wie wir unsere Stadt gemeinsam so gestalten können, dass sich alle mitgenommen fühlen und auch ernst genommen fühlen. Wir wollen darüber sprechen, wie gesellschaftliche Teilhabe gut funktionieren kann und vor allem, wie die vielfältigen Freiräume, die unsere Stadt noch immer prägen, auch zukünftig erhalten bleiben sollen und wie Berlins Zukunft gestaltet werden soll, als Stadt der Möglichkeiten, gemeinsam mit denjenigen, die Berlin gestalten, die Berlin-Macher und die Berlin-Macherinnen, die heute auch hier versammelt sind, auf den Podien auch gleich sein werden. In Berlin, wie in vielen anderen Großstädten auch, bündeln sich wie in einem Brennglas gesellschaftliche und politische Herausforderungen. Eine gesellschaftliche Dynamik, soziale Ungleichheit, Zuwanderung, Migration, nachhaltige Mobilität zu gestalten, aber auch die Energieversorgung. Wir sind aber davon überzeugt, dass Städte auch das Potenzial haben, für diese Generationenaufgaben innovative und auch tragfähige Lösungen zu finden. Und wie andere Metropolen ist Berlin eine Stadt dynamischen Wachstums. Das stellt uns alle gemeinsam vor große Aufgaben, noch verstärkt dadurch, dass die Berliner Regierungspolitik diese Entwicklung freundlich gesagt verschlafen hat die letzten Jahre. Auf die lange Sicht sind wir überzeugt, sind die Großbaustellen unserer Stadt eben nicht der Flughafen, nicht die Staatsoper oder das Humboldt-Forum. Die großen fundamentalen Baustellen einer zukunftsfähigen Metropole sind Wachstum und soziale Teilhabe daran, eine ressourcenschonende Wirtschafts- und Mobilität, es sind Fragen von Vielfalt und Weltoffenheit. Und ich will auch gar nicht verhehlen, dass ich ja durchaus glaube, dass wir Grüne gute Antworten auf diese brennenden Fragen unserer Stadt im Gepäck haben. Aber mitunter sind auch die richtigen Fragen von fast noch größerem Wert, wenn man über die Zukunft spricht. Und deswegen freue ich mich heute auf unsere herausragenden Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die mit ihren guten Fragen unsere gemeinsamen Antworten noch besser machen werden, sicherlich. Und ich begrüße als unsere Panel-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die auch im Laufe des Tages noch eintreffen werden, begrüße ich die Intendantin des Gorki-Theaters, Charmin Langhoff, den Präsidenten. Es sind so viele, ihr könnt gerne nach jedem klatschen, das steht aber hier lange. Den Präsidenten der Handwerkskammer, Stefan Schwarz, der eintreffen wird. Francesca Ferguson, Initiatorin des Make City Festivals, sie ist schon da. Den stellvertretenden DGB-Vorsitzenden Christian Hosbach, den ich noch nicht gesehen habe. Die Polizeivizepräsidentin Margarete Koppers. Andreas Krüger vom Aufbauhaus, auch schon da. Und Burkhard Kieker von Visit Berlin. Melanie Bär als stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der IHK sitzt vorne direkt vor mir zusammen mit Antje Kappeck. Später noch, genau. Ich zähle einfach nur Namen auf und alle applaudieren, das ist super.
Die Gründerin des original unverpackt Supermarktes, Milena Glimbowski, stößt später zu uns, also richtig auch eine Berlin-Macherin, die einfach eine Idee hatte und damit jetzt auch was macht. Dr. Philipp Boutelier von der Tegel-Projekt GmbH und Jakob Bielabel von der Green Music Initiative. Das ist sozusagen das, was wir heute aufbieten wollen und werden, unsere Gesprächspartnerinnen und Partner und natürlich Daniel Wesner, Bettina Jarasch, Antje Karpek und Ramona Popp von der Grünen Fraktion werden auch Sie durch den Tag mit begleiten. Vor einigen Tagen traf ich einen Freund, der seit Jahren gerade mal wieder in Berlin zu Besuch ist. Er hat in Paris und in New York gelebt und er sagte dann abends zu mir: Bekommt ihr das eigentlich mit, wie unglaublich sich Berlin verändert hat in den letzten Jahren? Das ist ja wirklich eine internationale Metropole geworden, die mit allem aufwarten kann, was ich aus Paris oder New York auch kenne. Und er sagte dann noch: Berlin hat noch viel mehr Herz dabei und das finde ich so toll hier. Und er hat wirklich mit allem recht, was er gesagt hat. Berlin ist die einzige deutsche Metropole vom Weltrang. Berlin ist Hauptstadt, Berlin ist the place to be, sagte ein ehemaliger regierender Bürgermeister und auch die Werber. Sehnsuchtsort, sagen die Kreativen. Reden wir also heute über Berlin. Jahr um Jahr wächst unsere Stadt. Viele kommen neu in die Stadt, einige ziehen weiter. Seit der Wiedervereinigung hat sich die Bevölkerung unserer Stadt zur Hälfte ausgetauscht. Das ist ein unglaublicher Prozess. Über 40.000 neue Mitbürgerinnen und Mitbürger im Jahr. Und da sind die aktuellen Flüchtlingszahlen noch nicht eingerechnet. 40, 50, 60.000 rechnen wir in diesem Jahr. All diese Menschen brauchen Kitas, sie brauchen Schulen, sie brauchen eine moderne Verkehrsinfrastruktur und eine funktionierende Verwaltung am Lageso und auch in den Bürgerämtern, für alle gleichermaßen. Auch die Bedürfnisse und Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger der Stadt und die politischen Prozesse aktiv zu gestalten, haben sich grundlegend geändert. Neue Wege bürgerschaftlicher Teilhabe werden erprobt und von der Politik auch eingefordert. Und in der Wirtschaftspolitik öffnet die grüne Transformation klassischer Industriezweige neue ökonomische Horizonte für die führenden Metropolen dieser Welt. Und die Frage ist ja nur für uns, wird und will Berlin auch dazugehören, auch in Zukunft, oder ruht man sich auf den guten Ruf und das tolle Image aus, mit der Gefahr, den Anschluss zu verpassen? Was ist also unser Anspruch, fragen wir heute. Berlin wächst und Berlin verändert sich und das nahezu auch täglich. Wie kaum eine andere Metropole bietet Berlin noch Chancen, sich auszuprobieren und dabei jedem auch seine Freiräume zu ermöglichen. Daraus erwächst die große Kreativität der Menschen, der Initiativen, der Start-ups, die Sie auch hier draußen auch begutachten können, sich anschauen können, miteinander ins Gespräch kommen können. Und dieses Potenzial klug zu fördern, ist die Aufgabe, eine zwingende Aufgabe für die nächsten Jahre. Statt ausbremsen, fördern ist hier die Leitlinie. Und natürlich ist eine unbedingte Voraussetzung dafür, dass Berlin endlich wieder auch funktioniert. Dass die Infrastruktur funktioniert, die auf Verschleiß gefahren wurde, Verkehrswege, Schulen oder Krankenhäuser, wo man auch ist, ist die Infrastruktur nicht einer Metropole, finde ich, angemessen. Und deswegen glauben wir, dass in den nächsten Jahren tatsächlich die entscheidenden Weichenstellungen auch gelegt werden müssen, um die Zukunft unserer Stadt zu gestalten. Wir sprechen über eine neue nachhaltige Investitionsstrategie, die tatsächlich auch mehr sein soll als eine Wohlfühlpolitik, termingerecht zum Ende einer Legislaturperiode und zum nahen Wahlkampf hingerichtet. Während andere Metropolen in Europa und in der Welt längst erkannt haben, dass die Großstadt der Zukunft ökologisch, nachhaltig und grün ist, tappt man hier noch im rot-schwarzen Dunkel, hat man den Eindruck. Bei Digitalisierung, Modernisierung von Stadtverwaltung blicken wir nach Wien oder New York. Kopenhagen macht seit Jahren vor, wie gute Fahrradpolitik aussieht und selbst London hat modernere Mobilitätskonzepte, als es zurzeit hier in Berlin gedacht wird in der Regierung. Wie gesagt, ich bin davon überzeugt und Sie haben es vermutlich auch gemerkt, dass wir Grüne für viele Herausforderungen auch tragfähige Antworten formuliert haben und auch in der parlamentarischen Arbeit der Legislaturperiode mit all unseren Abgeordneten hier auch vorgelegt haben. Aber Demokratie lebt von wechselseitiger Teilhabe, vom Austausch. Und gerade wir haben den Anspruch, uns auch fortwährend einem Realitätscheck auszusetzen, die eigenen Lösungsvorschläge im Dialog weiterzuentwickeln. Und in diesem Sinne wollen wir mit Ihnen heute gemeinsam daran arbeiten, Berlins Zukunft zu gestalten. Ich will Ihnen kurz skizzieren zu den drei Panels, die schon angerissen worden sind, unsere Grundidee, wie wir darauf gekommen sind. Und da haben wir noch mal geguckt auf eine Theorie, die aus den USA kommt, die aber, glaube ich, auf Berlin gut zutrifft. Technology, Talents, Tolerance. Für Richard Florida sind diese drei T's die treibende Kraft für erfolgreiche Städte und ihr kreatives Potenzial. Und wir haben das vielleicht ein bisschen frei heute übersetzt für unsere Veranstaltung, aber es passt zu Berlin. Zur Teilhabe und Engagement im ersten Panel, Toleranz und Vielfalt im zweiten Panel
und schließlich darüber zu reden, wie Talente und Technologien in nachhaltiger und grüner Wirtschaft so gefördert werden können, dass wir so eine Art wirtschaftliche Renaissance hier heute erfahren. Im ersten Panel werden wir über Demokratie reden, aber nicht nur darüber. Die Demokratie ist das Kind der Städte, wissen wir eigentlich. Wir wollen über Engagement reden, wir wollen über die Berlin-Mache diskutieren und Ihre Teilhabe ist heute auch hier gefragt. Ich rühre hier auch noch die Werbetrommel weiterhin für die Kärtchen, die Sie auf Ihren Plätzen gefunden haben, dort Ihre Ideen einzutragen, in die Boxen zu werfen, unter dem Hashtag BK2015 zu twittern von der Veranstaltung. Die Tweets werden auch live zu sehen sein und natürlich sich in die Diskussionen einzubringen, draußen auf dem Marketplace mit unseren grünen Abgeordneten ins Gespräch zu kommen. Das Thema Vielfalt, das Thema Weltoffenheit ist ein zentrales für Berlin. Es ist in die DNA unserer Stadt eingeschrieben. Zuwanderung, Migration, aber eben auch eine Offenheit und Freiheit für andere und vielfältige Lebensweisen, die es gibt. Und nicht zuletzt wollen wir darüber diskutieren, eben wie Sascha Wolf es sagte, wie man auch ein bisschen das Geld dafür verdient, wie Wirtschaft grün gestaltet werden kann, dass sie nachhaltig und ökologisch ist, Arbeitsplätze schafft und eben auch so eine Art von Wirtschaftsrenaissance hier in der Stadt uns bieten wird, vielleicht auch so eine Art grünes Wirtschaftswunder auch irgendwann werden kann. Ich freue mich auf den heutigen Tag, auf die vielen Anregungen, die wir sicherlich mitnehmen werden. Und ganz besonders freue ich mich jetzt, dass meine Co-Vorsitzende Antje Kappek jetzt zu mir nach oben kommt und ihr fliegender Wechsel den Staffelstab hier in der Begrüßung, den Staffelstab in der Begrüßung zu übergeben. Bitte sehr, Antje. Eigentlich hatte ich gehofft, ich hätte in diesem Moment ein Moderatorenmikrofon mit der Nummer 3, aber es ist irgendwie aus Zauberhand verschwunden. Sascha, ich sehe dich gerade nicht. Egal. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde. Das Mikro Nummer 3. Ja, jetzt geht's auch so. Danke. Ramona hat es gerade schon skizziert, diese Idee zu dieser Berlin-Konferenz, die ist vor Monaten entstanden. Wir haben gewerkelt, wir haben diskutiert, wir haben selbst in unserer Viererschmiede Workshops dazu gemacht und nicht zuletzt haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unser Team in den letzten Tagen und Wochen sich nahezu auf den Kopf gestellt, um das hier heute möglich zu machen. Aber, ja, da darf man klatschen. Aber eine Person, die hat ganz besonders viel Herzblut und auch Hirnschmalz in diese Veranstaltung gesteckt. Und ich habe mir gedacht, da wir in der Politik eigentlich viel zu selten loben und viel zu selten auch mal sagen, dass etwas gut ist, ist das der Moment zu sagen, liebe Ramona, ich finde, das hast du wirklich gut gemacht. Und in diesem Sinne möchte ich dir auch als deine Co-Fraktionsvorsitzende ganz herzlich danken. Toll. Ja, vielen Dank.